Hi, yo, meine Lieben, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Arma mit dem Zwergtube. Hallöchen! Schön, dass du wieder einschaltet und dabei seid hier und schön, dass du dabei bist, Zwerg. Ja, du auch. So. Der Kraxel ist wieder mit am Start hier bei Exile und wir versuchen jetzt mal an Wasser zu kommen, habe ich gehört. Ja, einer muss ja den Arsch retten hier. Ja, genau, weil ich habe noch 10%. Danach ist der Zwerg hier am Durst gestorben. 30%, ja. Wo müssen wir lang zur Hütte? Warte mal. Verkäufer. Ich schau gerade mal. Da vorne ist nämlich noch ein kleines Domizil für uns. Ja. Da müssen wir hier drüber steigen. Wo denn? So bei mir. Da ist ein Zaun. Zäunchen. Ach da. Ich bin einfach. Ich hab schon. Ich komm nicht weiter. Okay, ja, hab's. Okay. Ja, wir versuchen jetzt. 9% habe ich noch. Danach ist Ende im Gelände. Okay. Ja, vielleicht finden wir da hinten was. Müssen wir noch mal kurz zurück. Ja, ist ja kein Problem. Haben wir gerade noch ein bisschen was gefunden, so ein paar Waffen oder sowas, kann man ja ein bisschen zu Geld machen, weißt du? Ja, ein bisschen Schotter muss er in die Kasse. Wir wollen ja hoch hinaus hier. Wir brauchen ja vor allem richtig viel Geld für so ein Base-Teil und Auto und natürlich Auto, auch verdammt. Klar. Auto, hier ist Auto. Ja, vor allem, vielleicht sollte man beim nächsten Mal lieber ein Quad kaufen. Ja, was weiß ich. Ich meine, ich hatte kurz das Verlangen auf ein Quad. Was soll ich machen? Es tut mir doch leid. Ich weiß doch auch. Aber der schlauste Kommentar, der unter dem Video geschrieben wurde, ich weiß gar nicht, ob es bei dir oder bei mir war, verkauft doch das Quad und spart einfach. Das hab ich auch dumm gesehen. Dumm ich war. Hab's natürlich nicht gemacht. Nee. Also das hätte man echt nur sparen müssen. Okay, Wir laufen jetzt wieder Richtung, Richtung Stadt. Richtig, das war was verkaufen wir erstmal. Wir können noch mal kurz bei den Häusern vorbeichecken. Richtig. Da könnte ja auch wieder Loot sein. Das kann bauen ja relativ zügig, bauen, richtig. Ne? Ja. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir da teures Zeug zum Verkaufen. Ja, so ein bisschen Crafting-Zeug. Das kann man jetzt zum Anfang natürlich gut verscherbeln, bis man ein bisschen so Grundequipment hat, was man ja, weil klar, man braucht es später. Aber jetzt zum Anfang ist, glaube ich, wichtiger, dass wir uns so eine Grundausrüstung zulegen. Gerade was Nahrung angeht, weißt du? Ja, wir brauchen also immer ein bisschen Essen dabei. Also so 2-3 Pakete Essen, Trinken wären schon immer ganz vorteilhaft, wenn man die hätte. Ja. Und das ist so quasi on top dann irgendwas anderes noch, damit man halt einfach auch mal sich eingraben kann, auch mal bei längerem Beschuss beispielsweise. Und der hoffentlich nicht stattfinden wird hier, ey. Ja, also wer weiß. Ja, es geht ja, wir sind ja gerade am Anfang. Das ist das Geile an Exile, wenn ich überlege, was alles auf uns zukommt, ja, was wir alles noch erleben können hier. Definitiv. Also Auto, Autos ja mal, ist ja auch nur der Anfang. Du kannst ja mal erzählen, was da Neues hinzugekommen ist. Ja, und zwar, wir haben auf der Karte, wenn er auf die Karte guckt, haben wir jetzt AI-Missions, also hier Bandit Patrols. Da kann man hingehen, da spawnen normalerweise auch bewaffnete Einheiten und die beschützen irgendwas. Ja? Das kann ein abgestürzter Hubschrauber beispielsweise sein. Ich bin da. Das kann beispielsweise irgendein Nachschubteil sein, wie auch immer. Und wenn ihr dahin wollt, dann müsst ihr mit den Jungs halt ein bisschen verhandeln, also schießgerecht, ja. Und wer der bessere Schütze war, der kriegt dann das Loot am Ende. Finde ich saugeil, also ist auf jeden Fall, super, ne? Ich meine, gerade auf leeren Servern, weißt du, bringt das natürlich ein bisschen mehr Action rein, wenn du so ein Server hast, wo du 5 Leute drauf sind, 6 Leute, da denkst du, ja gut, ey, ich hier einen finde, das ist immer so ein Problem, wie ich finde, das hält die Server leer. Und so kommt man da wirklich so einmal, ja, weil man hat ja was zu tun auf dem Server. Auch wenn keiner online ist, man hat was zu tun. Und dadurch ist das nicht so langweilig. Es ist natürlich die Chance größer, dass andere Leute nachspawnen, zum Beispiel nachjoinen. Weil halt auch mehr Leute drauf sind, weil es halt einfach auch ein bisschen mehr Spaß bringt, ja. Definitiv. Yay! So, jetzt verkaufen wir den Schrott und dann gibt's erstmal Habba Habba. Ja, ich muss auch trinken. 81% Leben habe ich noch, aber ich glaube, es ist sogar wichtiger, jetzt ein bisschen auf Nahrung zu gehen, wenn wir so lange Wege hier hinter uns bringen. Ja, ich meine, solange wir noch. Ja, wir haben irgendwann die Möglichkeit, mal einen Quad zu kaufen und mit einem Quad können ja 2 Leute fahren. Ja? Bist du sicher? Ja. Okay. Also es war zum Beispiel in Epoch war das so, da konntest du, wenn du einen Quad hattest, konnten da 2 Leute drauf hocken. Ja. Einer hinten, einer vorne. Und der Beifahrer war, glaube ich, sogar in der Lage zu schießen. Sehr nice. Also das war auch eine sehr geile Nummer. Das heißt, wenn du als Beifahrer hinten drauf sitzt und hast dein Sturmgewehr am Anschlag, dann kannst du auch feuern. Das ist richtig nice. So, also was haben wir denn hier für einen Spaß jetzt? Wir haben den Schrott. Zeigt der an, was man trägt, dass man das nicht verkauft? Nee, ne? So, warte mal. Ja, da haben wir was. Okay, sollen wir das machen? Ignorier mich ruhig, ist okay. Moment, stopp, jetzt, ich bin da. Was ist los? Ja, wie gesagt, der zeigt nicht an, was man trägt, ne, wenn man verkauft. Ist das richtig?
Du musst oben bei Ausrüsten, also einmal Equipment ist das, was du anhast. Ah, okay, alles klar. Uniform, Weste und so weiter. Da kannst du dann immer reingucken. Sehr gut, okay. So, und ich kann mir jetzt, glaube ich, eine Wasserflasche kaufen. Frisches Wasser, aber nur eine, weil die 40 kostet, der Spaß. Okay. Meine Lädt Frage. Aber zu 100 auf, ja. Weißt du, was Respekt hier bringt? Damit kannst du dir speziell bei, wo ist das Ding? Damit kannst du dir bei speziellen Händlern was kaufen. Okay. Moment, ich muss mal gerade gucken, dass ich auch das richtige Wasser jetzt trinke, frisches Wasser und rein in die Bude. Oh, ich werde voll! Wo hast du mir Wasser gekauft? Ja, hier bei dem hier, weißt schon, bei dem Burger-Cabo. Ach da! Ach. Entweder es gibt zwei Varianten, entweder positiven Respekt oder negativen. Ja. Oder ich glaube, es kann auch sein, dass das, also es gab es bei Epoch zum Beispiel, also das hat ja auch, es kam noch von DayZ her, dass du, wenn du, es gab die Heroes und Bandits, ja? Ja. Also die Guten und die Bösen. Und je nachdem, welche Richtung du einschlägst, konntest du andere Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände kaufen. Das war sehr geil. Also ich glaube, hier gibt es dieses System nicht ganz, sondern einfach nur Respekt. Ja, okay. Das heißt, egal was du tust, du verdienst dir mehr Respekt und kannst dann halt bessere Sachen freischalten. Okay. Die du bei Händlern dann beziehen kannst. Weißt du gerade, wo ich mein Geld sehe? Wie viel Geld ich habe? Ach da, 76, alles klar. Gut. Oh, dieser Typ! Dieser Waffentyp! Ah! Ab da! Ich mach den zweites Loch! Oh Gott, ich habe so Angst! So, und ich würde sagen, also ich brauche mit meinen, 5 Kröten brauche ich, glaube ich, nirgendwo hingehen. Arme Sau. Ja, 76. Bitch. Was? Du bist ein Bonzen, Geldschwein. Ja, und so, ich habe mir sogar noch einen Guard gekauft. Ah, Wahnsinn. dafür bist du besser ausgerüstet, definitiv. Das kann sein, ja. Also wir wollten jetzt nach Sevilla, ja, nach Sevilla gucken. Sofia, ja, das ist ja relativ nah dran. Ja, ist, ja, 3,7 Kilometer sehe ich hier gerade. Wie hat man das nochmal markiert? Du gehst auf die Karte und drückst Umschalt und linke Maustaste dahin, wo du hin möchtest. Ach, ist das schön, danke schön. Das ist und so, jetzt kannst du überall navigieren. Herz aller Liebs, ich sehe, wo ich hin muss. Das ist natürlich super. Du siehst mich vor allen Dingen. Ja, das, du bist mein zweites Navi sozusagen, weißt du? Ja, ja. Ich verlasse mich lieber erstmal aufs erste Navi, das ist die Karte. Mein zweites Navi, wenn ich irgendwie total erblinde, bist dann du. Achso, und ich navigiere nach den Sternen. Ja. Und lutsch im Wasser. Du wirst lachen. Und zum Beispiel bei DayZ oder bei ja, das geht wirklich, ja. Der macht das wirklich. Guckt da nach den Sternen oder nach der Sonne und sagt direkt, wo du hin musst. Ja. Ja, das ist aber auch von der Orientierung her super einfach, ne? Wenn du es einmal raus hast, hast du es genau raus. Ich kann es mittlerweile nicht mehr. Richtig, wir haben uns einmal erkannt, dann geht das. Ja, nee, also mit den Sternen, mit der Sonne würde ich noch hinkriegen, aber mit den Sternen hier nicht. Ja. Ja, wobei, selbst mit der Sonne musst du ja erstmal wissen, wo du grundsätzlich stehst. Richtig, ja. Du musst die Uhrzeit wissen, ganz wichtig. Aber genau. Die wird uns, glaube ich, sogar angegeben, oder? Ich guck gerade. Wird uns irgendwie angegeben, glaube ich, ja. Oh, ich habe aber auch. Oh, ach so, da schau mal hin. Oben links siehst du ja die beiden Namen, ne? Oben links. Oben links. Ach da, stehen bei mir, Zwerg und Kraxel, ja. Genau, da stehen die Partynamen. Und da siehst du, wer wie stark am Leben ist, ne? Ach, stimmt. Meinst du? Oder? Ach komm, das ist ja. Ja, aber ich war vorher nämlich auch grün. Ja? Ja, ja. Jetzt gucke ich mal kurz in das Netz. Aber ich bin fast überall grün, also ich kann eigentlich nicht tot sein. Ja, ich bin bei 87%. Oder unten sind Häuschen, lass uns da nochmal vorbeigehen. Häuschen! Weil sind das nicht die, wo wir... Sind, ja, nee, ist egal, das baut neu. Ey, weißt du, da war zwischenzeitlich wieder Bewohner drin, die haben da was hingelegt, sind dann abgehauen, so. Was zum Jagen, weißt du, und haben gedacht, okay, wird schon keiner einbrechen. Und dann kommen so zwei Vollidioten wie wir da vorbei. Ja, und sagen sich, Hallöchen, das ist alles mein Loot, Loot. Oh, ist aber nett, dass du das hingepackt hast, Mensch. Ja, doch, wäre nicht nötig, ganz, ganz freundlich. So, aber, nee, ist nicht. Ist da was drin? In der tiefsten Nacht war hier nix. Nee, es ist echt stockdüster eher. Das muss man schon wirklich sagen. Echt? Also ich finde, es geht eigentlich. Also jetzt wird langsam Tag. Also ich sehe jetzt auch immer wieder mehr. Stimmt. So langsam, man sieht den Farbverlauf im Himmel. Ja. Yay. Ich würde sagen, wir machen den schnellsten Weg, oder? Ja, querfeldein. Querfeldein, kreuz und quer hier durch die Walachei. Das ist wirklich das Gute, dass man das anvisieren kann. Also dass du da setzen kannst, wo du da hin musst. Ja, super geil. Das ist wirklich super. Also so kannst du wirklich ein kurzes Nehmen, Luftlinie sozusagen. Ja, später wird es dann halt auch sowieso, das sind 3 Kilometer, sind Pappenstiel, da fährst du dann mit dem Tonner irgendwie schnellsten Weg, ja, und dann kannst du so auch durch die Walachei brettern, wenn du einen Offroader hast oder dann sowas. Gib ihm. Und dann ist das alles kein Act, da bist du da in 2 Minuten.
Ach, und wir Idioten latschen hier, bis ja, uns die Füße bluten. Alter, ich ärgere mich so wegen der Karte, ey. Das war so jugendliche Dummheit meinerseits. Ja gut, solche Fehler macht man mal, ne? Aber jetzt weißt du halt, dass die Kohle besser sparst. Aber geil war's. Irgendwas größer, ja, natürlich. Ja, ich sage ja, es gibt ja auch größere Fahrzeuge. Also das Kart ist ja jetzt so quasi das... das Kleinste, das ist einfach so ein kleines Fun-Objekt, weißt du? Das würde würd ich mir so ins Wohnzimmer stellen, wenn ich mal Bock drauf habe, einfach mal rausholen und Runde cruisen. Das wäre ja, so meins. Wir können ja einen Kart-Fuhrpark bauen. Ja, genau. So, wo das so in diese Richtung. Nur Karts oder hinten ist ein Hütchen. Machen wir kurz einen Abstecher hin, oder? Warte, sag mal her, wo ist das Hütchen? Mal in die Richtung, wo ich hinlaufe. Holzhütchen. Ah, ich seh's. Ja, da müssen wir unbedingt hin. Da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen. Vielleicht finden wir ja. Also, einmal Essen habe ich noch. Oh, okay. Nee, ich habe gar nichts mehr, glaube. Okay, wenn es bei dir knapp wird, einfach sagen. Ne? Ja, ich bin noch bei 70%, alles gut. Okay, dann brauche ich es vorher, weil ich bin bei mir 48. Weißt du, ist es mit den Zahlendrehern? Dass du, wenn du so siehst, es ist 48, aber sagst 84. Richtig. Das ist ganz furchtbar. Das ist, weil wir Deutschen natürlich so bekloppt, wie wir sind, von hinten nach vorne schreiben, weißt du? Ja. Die zweistelligen Zahlen. Ganz, ganz kurios. Tür öffnen. Okay, rein in die Bude. Oh nein, mein Arsch bleibt Jungfrau. Was? Nein. Oh mein Gott, Hilfe! Leute. Hier ist noch. Oh, hier ist die Hintertür. Ja, was? Alter, die falsche. Das nimmt schon wieder Ausmaß. Sieht die Hose wieder verrückt. Entschuldigung. Ja. Oh, hier ist die Hintertür. Hallo. schön. Ja, aber die Kommentare zu den ersten Folgen waren ja echt positiv, ne? Ja, durchweg, also ne? Also, das hat mich total schön geflasht, ne? Mhm. Finde ich sehr gut. Ja gut, ich meine, ich muss auch sagen, ich fieber schon auf das Spiel die ganze Zeit ein bisschen. Ja, ja. Weil es macht schon Laune. Man muss wirklich Zeit haben erstmal, ne? Für die ersten Folgen, also für die Zuschauer, wir können euch ja gerne mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Wir sehen natürlich zu, dass wir gerade bei solchen Spielen wie Rust oder Arma mehrere Folgen in Folge aufnehmen, also praktisch Aufnahmesessions machen. Genau. Dass wir da wirklich so drin sind im Spiel und wirklich Ziele direkt verfolgen können. Weil wenn du da jetzt jeden Tag eine Folge anfängst, da kommst keine du einfach Chance. Nicht weiter. Da kommst du nicht weiter. Das führt auch zu nichts. Ja. Deswegen seid uns nicht böse, wenn wir mal was beispielsweise auf euren Kommentar nicht in der nächsten Folge gleich eingehen, weil wir halt einfach das gar nicht die Möglichkeit dazu haben. Richtig. Sondern erst halt in der vierten, fünften Folge danach das machen können. Aber ihr seid ja trotzdem mit dabei, ne? Also irgendwann kommt der Kommentar dann schon. Oh, richtig. Du staubst. Ja, das muss so, das ist meine Schnelligkeit oder, sorry, das sind die Bohnen von gestern. Ah, ich verstehe. Man sieht das ja auch ganz gut bei Rust zum Beispiel, ne? Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, 20 Folgen schon voraus aufgenommen. Ja, wobei da hat es einen anderen Grund auch, glaube ich, bei uns beiden. Ja, sicher. Weil Spaß gemacht man hat. Will ja erstens das und man will ja auch irgendwie immer am Leben bleiben. Richtig. Ja, ist natürlich eine Sache, dass man geradet wird, dann, wenn man zu schnell, also die Folgen zeitnah rausbringt, dann wissen die Leute, wo man ist und alles. Und so ist das natürlich schon zeitversetzt, die Leute wissen das noch nicht. Das ist natürlich schon bei Rust, sag ich mal, in dem Fall wirklich super. Ja, bei Exile ist es nicht ganz so schlimm, weil man ja nicht auf der Karte bleibt, sozusagen. Richtig. Bei Rust legt man sich hin und liegt auf der Karte, wo man halt sich ausgeloggt hat. Bei Exile verschwindet man ja. Das ist ein Vorteil, dem muss man sagen, der ist heftig gut. Da vorne sehe ich schon die Kuppel. Ja, ja, ja. Und da müssen wir hin, Freunde. Das richtig. Ist am Horizont. Das ist erster Anlaufpunkt, weil da kannst du meiste Kohle holen. Ja. Oh, es ist herrlich. Oh, links ist ein Häuschen, lass einen kurzen Abstecher machen. Ja, sieht geil aus mit der Sonne und so, ne? Oh, herrlich. Ich feiere das gerade total. Ich liebe diese Effekte. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Ja, da merkt man halt, Arma, die Engine, da kann man halten, von was man möchte, ja. Also von der Komplexität, sage ich jetzt mal, der Tastatur, wo man ja wirklich jede verdammte Taste bedienen kann, ja. Ja. Aber ich muss dazu sagen, es schaut halt einfach auch brachial gut aus, ne? Das stimmt. Und vor allem bei dem, was alles geht, ja, was man bei anderen Spielen sich so wünscht, ja. Überleg mal, wie bei der DayZ Standalone, ja. Wie lange das gedauert hat, sag mal, überhaupt ein Fahrzeug drin war, ja? Und wie viel Auswahl man dagegen hier hat, das ist halt schon auch ganz schön heftig. Ja, bei DayZ Standalone lag es ja wirklich daran, dass der Chef sozusagen abgesprungen ist. Die Idee hinterm Kopf, ne, hat das Team da, ich sag mal, Anführungsstrichen allein gelassen. Ja. Klar, irgendwann kommen die auch nicht mehr weiter, ne? Ja. Fehlt natürlich ein Lead und das ist das Problem. Ja, und eine andere Frage, was hast du bei dir für eine Grafikkarte drin, in deiner Möhre? Eine... Oh, was ist das? Eine AMD R9?
R9, glaube ich, war es. Oder okay. R8. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Das ist immer das Schlimme. Ich informiere mich über Hardware. Ich bin der absolute Hardware-Experte. In dem Moment, wenn ich selber Hardware brauche. Ja, genau. Dann ist man noch up-to-date auf einmal, ne? Genau. Und dann, ansonsten dann weißt auch du alles über das Ganze, über die ganze Hardware-Entwicklung. Und du kannst jeden Scheiß hast da auf der Pfanne. Ja? Und so 2 Wochen später, keine Ahnung mehr. Was? Ja, ich habe einen Computer. Bei mir genau dasselbe, ey. Ich bin auch total ab... Oh, da oben, was meinst du? Guck mal rechts. Na, warte mal hier, das sieht das doch vielversprechend aus, oder? Doch, oh, Herr. Lass mal ganz kurz gucken gehen. Da müssen wir, aber da sollten wir kurz vorher, bevor wir reingehen, sollten wir warten draußen, bis Loot spawnt. Ja, okay. Weil wenn wir zu schnell hier vorgehen... Ja, dann ist nichts da, hast du recht. Okay, ich habe jetzt gerade einen Reflex gesehen auf meinem... Das könnte die Sonne gewesen sein. Hoffen wir's. Okay, lass uns hier vorne warten. Ja, ein bisschen also, abducken ja, in der, ja, an ja. der Eiche oder sowas. An der Eichel, ja. Was? Okay. Okay. Ich schaue auch mal ein bisschen auf den Waldrand. Ja, ich nehme den Rücken. Und ich stöhne ein bisschen. Du stöhnst? Ja. Alter, du sollst das nicht so wirklich nehmen, was ich sage. Ich habe so Schmerzen. Das liegt alles an dir. Ja, natürlich. Ich werde mal meinen Arsch hinhalten. Ich esse jetzt mal schnell ein bisschen was. Mach das. Oh, Kommt da, oh, da hinten ist eine Spielerhütte. Was? Geradezu. Oben auf dem Berg. Ich muss mich mal orientieren. Unten siehst du die Gradzahl, 250 ungefähr. Ja, ja, hab's. Das ist voll gut mit der Blickrichtung. Ist dir schon aufgefallen mit dem Kompass unten? Vor der Uhr? Sau geil. Ja, ja, ist super nice. Komm direkt sagen auf 250 Grad. Du weißt direkt, wie du gemeint ist. Ja. Aber das ist. Die Hütte schaut relativ neu aus, wenn du mich fragst. Ja, wobei eher verlassen, würde ich sagen, oder? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, die sind auf jeden Fall zigmal weiter als wir. Ja, ich traue mich momentan bei dem Status, den wir jetzt haben. Richtig. Solche Hütten einfach anzugreifen, ist schwierig. Wir können weiterlaufen. Hier spawnt nichts. Ja, hier spawnt nichts. Das ist schade eigentlich. Ja. Ich weiß ja, weil wir haben jetzt ja schon ein paar Stunden, das ist ja immer die Schwierigkeit, die es auch bei DayZ irgendwie war, ja, ab einem gewissen Loot-Level ist es dir nicht mehr egal, ob du drauf gehst, weil das ist ja auch ein bisschen teuer, was man alles da so im Laufe der Zeit sich erspielt. Bei DayZ ist es ja wirklich so gewesen, dass man sich das, was man erspielt hat, natürlich hart erlootet hat, ne? Ja, genau. Hier kommt aber der Faktor dazu, dass ihr es auch nicht nur hart erlootet, sondern auch hart erkauft hast. Mhm. Durch Missionen, durch Handel, durch Trades, durch sonst was, ne? Ja. Und ich glaube, hier lernst du das richtig zu schätzen, was du da in der Tasche hast. Ja, ja, ja. Und da ist es natürlich auch viel schwieriger, wenn du einen anderen Spieler siehst, dann musst du fast Kill on Sight anwenden, weil es ist ja auch gefährlich, ne? Wenn da irgendein Idiot mit einer Knarre kann dich hier ausnocken. Richtig. Ja, das stimmt. Also ich bin da echt hier in dem Spiel jemand, der sagt, nee, ich bin da lieber ein bisschen vorsichtiger als zu nachsichtig, weißt du? Also ich muss dazu auch sagen, mir wäre es zum Beispiel jetzt auch gar nicht mehr so, also ich fände es jetzt gar nicht mehr so schlimm zu sterben, wenn du schon eine Base hättest, wo du halt schon wenigstens so ein Grundequipment drin liegen hast. Ja, wo man sagen kann, okay, da habe ich 5 Waffen zurückgelegt, weißt du? Genau. Wenn ich jetzt sterbe, okay, hol mir dann eine Waffe und fertig. Genau, dann steigst du ins nächste Fahrzeug ein, fährst zurück und gibst Saures, ne? Das, wenn du die Wahl hast, aber wir haben ja momentan noch nicht mal die Wahl. Wenn wir jetzt sterben, kommen wir wieder als nackig irgendwo raus. Richtig, richtig. Nee, das stimmt. Ja, ist natürlich ganz schön schwierig. Links von uns sind auch schon ein paar Häuschen. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal die Stadt looten, oder? Ich würde so vorschlagen, wir gehen Rücken an Rücken und dann gucken. Genau, erstmal oben hier in die... bei der Kuppel vorbeischauen, da haben wir ja schon mal was gefunden gehabt. Definitiv gutes Zeug vor allem. Ja, das Militärloot, das ist normalerweise immer recht hochwertig und vor allem sauteuer. Allein schon, wenn man überlegt, so ein Night Vision oder was, das kostet ja auch schon ein paar Euro. Oder in dem Fall Kronkorken. Ja, genau. Und da muss man auch erstmal das sich verdienen, da haben wir es wieder, ja. Oh, das wird super, ich sehe es kommen. Boah, ey, wenn du jetzt so in die Kuppel reinläufst, ne, wie geil das einfach aussieht mit dieser Sonne drumherum. Und vor allem auch mit diesen Spiegelreflexen, die du da im Bild hast. Das ist so schön, einfach nur. Boah. Komm, wir sind vor wie Halo oder sowas. Ja. Ja, die Sonne geht gerade auf, es ist früh morgens. Ja, wir laufen genau rein. Also das ist schon richtig flashend. Muss ich mal gerade gucken. Ja. Und zwar, welcher Knopf das war. Warte mal kurz. Halt ein bisschen mit einem Auge auf die linke Seite, ne? K ist der Kompass. Ja, okay. O ist die Uhr.
Und das unten rechts auch. 12,59. Nee, 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 das haut nicht ganz hin. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 8 Uhr. Nee, 7 Uhr, 7 Uhr 35. Ja, okay. Komisch. Muss ich gerade mal kurz umdenken. Da gucken wir auf Sophia drauf. Okay. Wenn da irgendeiner runterkommt, dann müssen wir mal gucken, wo der landet. Ja. Dem könnten wir vielleicht ein bisschen Loot abnehmen. Ja, wobei, die haben ja noch nichts. Ja, das stimmt, aber die looten sich ja auch zusammen. Ich sag ja, das Problem ist, dadurch, dass Sophia so eine Starterstadt ist, spawnt hier unheimlich viel an Waffen. Ja. Weil im Endeffekt ist das so eine Art halbes Battle Royale, wenn du hier reingehst. Nee, das stimmt. Da kann man Glück haben und auf die Kuppel gehe ich nicht mehr drauf. Und du wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, ist ein bisschen buggy, ne? Das stimmt. Ja, ja, das ist halt, Okay, hier liegt aber auch nix. Das ist echt schwierig. Weil, ja, rennst du schon ein bisschen. Aber solange hier nicht steht, Loot gespawnt, würde ich sagen, bleiben wir unten im sicheren Boden oder auf dem sicheren Boden. Ja, ja, ja. Ja, wir können ja ein bisschen das Vorfeld beobachten, jetzt auf dem Weg, ja. In der nächsten Folge, oder? In der nächsten Folge, ja. Ich meine, in der Folge ist glaube ich, gut so, oder? Ich denke. Wie es ist. Ja, doch. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier einen guten Punkt, wo man auch ein bisschen sagen kann, okay, es könnte actionreich in der nächsten Folge werden. Das heißt, liebe Leute, Loot is spawn for you. Das heißt, liebe Leute, schaltet ein in der nächsten Folge, wenn es heißt, werden wir sterben oder werden wir sterben lassen? Und hier liegt was. Wow, hier liegt echt was. Hier Verdammt, Loot! Oh mein Gott, ich sehe sie. Ja! Magazin, was hast du? Ich hab. Night Vision? Schau mich an. Schau. Ich warte, ich bin runtergegangen. Oh mein Gott, was hast du? Schau mich an. Gleich. Was hast du? Ich fühle mich, als hätte ich einen Kampfhelm auf. Oh, das sieht Hammer aus. Du hast fast. Ist das derselbe, den ich auch trage? Ja. Nee. Doch. Ich habe auch noch eine Mütze drüber, glaube ich. Ah, du hast noch Kampf. Über meinen Kopf. Sehe ich jetzt gerade erst. Ich habe über meinen Kampfhelm noch eine Mütze drüber. Oh, wie geil. So? Ich weiß es nicht. Nee, warte mal. Geh mal runter. Ich muss dich mal angucken. Lass mich dich mal angucken. Guck mich an. Wie schaust du denn aus? Nee, ist nur eine Sturmmaske, sehe ich gerade. Ja, eine Chemark-Maske, hellbraun. Okay. Okay, aber dein Kampfhelm ist Porno, muss ich sagen. Ja, schon, ne? Also, ja, definitiv. Ja, und das kriegt man halt bei Military Loot. Richtig, und da gibt es auch mehr schöne Sachen. In der nächsten Folge. Ciao, Leute.